erzähle ich dir was über, ich hasse es, laufen zu gehen. Joggen, ich hasse es und gleichzeitig liebe ich es. Warum erzähle ich dir das? Weil ich immer wieder beim Joggen so an diese Punkte komme, die ich absolut übergreifend auf das Leben projizieren kann. Was meine ich damit? Ich hasse, wie gesagt, Joggen. Ich hasse es aber auch, den Wecker auszudrücken und aufstehen zu müssen. Ich hasse es, irgendwie nicht die Dinge tun zu können, die ich so will. Ja? Aber es gibt Momente, die macht man einfach. Dann drückt man den Wecker aus, dreht sich nochmal rum, schlummer safe. Ja? Man macht einfach mal sein Ding, erntet dafür vielleicht das eine oder andere. Aber manchmal gehen wir eben über die Dinge hinaus. Und gerade diese Dinge bringen uns nun mal nach vorne. Und das zeigt mir wiederum das gehasste Joggen. Ich tue mich jeden Tag wirklich beim Gassigehen aufraffen und gehe joggen. Das ist nicht eine Stunde, das sind so 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem wie es läuft, wo ich lang laufe, zwischen 2 bis 3 Kilometer. Manchmal probiere ich ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, ja, mache ich es, ja, obwohl ich es hasse. Aber was passiert bei solchen Dingen? Ich versuche jetzt einfach mal das Joggen zu projizieren auf verschiedene Sachen. Wir fangen auf jeden Fall beim Joggen irgendwo an und sagen, okay, beginnen wir mal. Ja? Wir tun, ich will jetzt joggen gehen, obwohl ich es hasse. Aber ja, wir starten halt am Punkt X. Und als ich gestartet bin mit dem Joggen, war das echt so, dass nach kurzer Zeit, weil ich auch nicht der Typ bin, ich bin jemand, der eher schwimmen geht, ja, schon immer. Also ich hasse das wirklich, joggen zu gehen. Auf jeden Fall bin ich nicht weit gekommen und dann hing meine Zunge schon an der Brustwarze oder noch tiefer, meine Beine, mein Arsch, alles war sowas von schwer und ich musste hier eine Pause machen. Ja, was ich noch nie gemacht habe, während des Joggens von Anfang an nicht. Ich bin trotzdem in dieser Pause nicht gejoggt, sondern eben gelaufen. Im Leben ist es auch so, dass wir manchmal sehr motiviert sind und wir legen sofort los. Aber die Umstände, Hindernisse, die super Steine, die von anderen vielleicht in den Weg gelegt werden, sorgen dafür, dass wir schnell beim Anfang, gerade am Anfang bei neuen Dingen, die wir noch nicht so kennen, wo wir uns nicht auskennen, wo wir nicht sicher sind, wo wir kein Selbstvertrauen haben, die sorgen dafür, dass wir dann irgendwo sagen, ach scheiße, komm, ich lass, ja, oder die Kraft fehlt, die Power fehlt oder einfach das Wissen für den Moment und wir gehen in die Pause. Wichtig ist nur, wenn du hier hinten irgendwo am Ende deines Tunnels, ja, hier dein Ziel hast, bringt das natürlich nichts, wenn man bei der Pause stehen bleibt, zusammenbricht und eben nicht weitergeht. Heute bin ich das allererste Mal von meinem Punkt X bis zum Ziel ohne Pausen durchgelaufen. Ich bin nach Hause gekommen, ich war super, super, super happy. Ich laufe jetzt so seit 6, 7 Wochen, jeden Tag, egal wie das Wetter ist. Und ja, ich hatte immer am Anfang eine Pause. Da geht es auch immer einen schönen Berg hoch. Das ist fast hier ganz gar nicht so schlecht. Genauso sieht mein Laufweg aus. Am Anfang habe ich immer einen Anstieg und muss mich da echt durchkämpfen. Und dann habe ich bis zu 5 Pausen gehabt. Ja? In der Mitte zwischen Ziel, ich sage jetzt mal, das ist jetzt mal meine Gerade, auf der ich laufe bis zu meinem Ziel. Hier ist für mich eine Bank. Ja? Dieses ist so ein im Leben irgendwo auch so dieser Zwischenstepp. Ja? Das Ziel da hinten kann eine große Vision sein, das kann was ganz Bigges sein, wo man sagt, ah, da nehme ich mir 1, 2 Jahre Zeit oder da muss ich sparen, bis ich in den Urlaub fahren kann oder was auch immer. Ja? Aber wir haben alle irgendwo so einen Punkt, wo man sagen, bis dahin. Bis dahin komme ich, ja, und dann fällt mir immer wieder beim Joggen auf, ja, es gibt ja die Menschen, die sagen, halte dein Ziel fest vor Augen und du schaffst es, ja. Ich habe festgestellt beim Thema Joggen, je mehr ich hier, ich mache jetzt mal hier auf meinem Laufweg meine Bank hin, je mehr ich mein Augenmerk, die konnte ich nämlich von Weitem sehen, meine Bank, ja, je mehr ich von hier schon auf die Bank geschaut habe, war mir dieser Weg ja unheimlich lang. Ja? Also dieser Weg von hier bis dort. Ich habe ihn gesehen und er ist unheimlich lang. Das ist auch unser Mittelweg im Leben manchmal. Ja? Wir können es vielleicht schon sehen, aber es ist doch irgendwie noch so schwer umzusetzen. Es ist abhängig von anderen Menschen, abhängig vom Geld, vielleicht sogar vom Wetter, was auch immer. Ja? Auf jeden Fall übergehen auf das Joggen
habe ich festgestellt, und ich denke, dass es auch im Leben besser wäre, wenn wir das machen würden, dass wenn ich nicht meinen Blick auf dieses Ziel Bank setze, ja, also Vision ist ganz da hinten, hier das Zwischenziel ist meine Bank, wenn ich das nicht anschaue, weil ich weiß ja, wo ich hin will. Ja, ich weiß, wo ich hin will. Ich verschaffe mir hier den Stress nicht mehr. Ich schaue beim Laufen jetzt nicht mehr zu meiner Bank, die ich da hinten irgendwo sehen würde, sondern ich schaue nur hier vor meine Füße. Ja? Und beim Laufen hat man da einen Stein, wo man sagt, da will ich hin. Da hinten kommt eine Grasnarbe, da will ich hin. Da ist ein Riss irgendwo in der Platte, will ich hin. Da ist mein Hund gerade, da will ich hin. Ja, das sind ganz viele kleine Steps, die ich erreiche. Und ich bin immer wieder mit dem nächsten Step und mit dem nächsten Step beschäftigt. Und natürlich mit meinem Körper, mit meiner Atmung, mit meinen Beinen, mit einem Ablauf, ja, im Joggen. Und ich merke fast gar nicht, dass ich schon an meiner Bank bin. Manchmal stelle ich hier an meiner Bank wirklich fest, oh, ich bin ja schon da. Fühlt sich gar nicht so schlimm an. An manchen Tagen habe ich hier meine Bank gesehen, wollte laufen und bin zusammengebrochen. Die Bank war so weit weg, ja, so, da will ich hin, aber ich habe schon gemerkt, boah, mein Herz, meine Beine und alles wurde schwer. Das war dann schon so ein Kopfkampf, ja, so, dass man sich durchbeißen musste, um doch noch bis zur Bank durchzuhalten. Es hat sich aber nicht so gut angefühlt, ja, als wenn ich meinen Blick nach unten senke und wirklich Schritt für Schritt meine Ziele umsetze. Heute früh habe ich es, wie gesagt, geschafft. Ich habe hier Schritt für Schritt nach meine Füße geguckt, an der Bank vorbei, ja, hier zu meinem Zielpunkt und bin sogar dort auf der Stelle rumgedreht und bin wieder zurückgelaufen. Und weil das heute früh so picobello ging, ja, so sowas von Sahne, bin ich an meiner Bank nicht angehalten, sondern durchgelaufen. Das heißt, ich bin heute das erste Mal, obwohl ich hier sonst 5 Pausen teilweise drin hatte, weil es nicht ging, ja, das war das erste Ziel schon, mein Berg am Anfang, den ich laufen musste und. Und heute bin ich wirklich durchgelaufen bis hier zu meinem eigentlichen Zielpunkt und weil es so Sahne ging, bin ich komplett den Weg auch wieder zurückgelaufen. Das war ein mega Gefühl, ja, heute früh. Und deshalb mache ich auch dieses Video und deshalb versuche ich dir das auch irgendwo mitzugeben, dass unsere Ängste, was wir nicht gerne tun, was unsere Angst ist, ja, bei mir, wie gesagt, ich hasse Joggen, ich hasse es wirklich, aber diese Situation liebe ich, was dabei passiert, ja, diese Steps, wo man Pausen machen möchte, aber sich dann vielleicht doch durchbeißt oder die Erkenntnis hat, Mensch, schaue ich nicht da hinten hin, tut es mir nicht so weh, ich schaue lieber nach vorne und laufe weiter. Das ist irgendwo ein Lernen auf dem Weg, aber im Tun. Ja? Wichtig ist immer, und das sage ich immer und immer und immer und immer und immer wieder, das Tun. Das verschreibe ich mich glatt. Aber ohne Tun können wir all das nicht lernen. Das ist ganz, ganz wichtig und egal, wo du stehst, was du hast oder eigentlich gerne machen willst, aber was auch immer, alte Werte und Normen in deinem Kopf sagen, das passt nicht zu mir und andere sagen, ach, das ist Blödsinn oder was auch immer. Ja? Wenn es etwas gibt, so wie ich das Joggen hasse und trotzdem, ich hasse es nach wie vor, aber dieses Gefühl, also ich mag die Sache eigentlich nicht, das Joggen, weil ich lieber im Wasser zum Beispiel schwimme, weil ich lieber Sportarten mache, wo man zusammen Spaß hat mit dem Ball oder sonstiges. Dieses Joggen ist eigentlich nicht meins. Da fahre ich fast noch eher Fahrrad, aber da tut mir immer der Hintern so weh. Ja? Also Joggen ist von Kindheit an in meinem Kopf schon, ja, Sportstunde, wir gehen heute 1 Kilometer laufen. 2 Kilometer, Sprint, okay, das machen wir gar. Aber in meinem Kopf ist das Joggen noch immer nicht so positiv. Aber ich freue mich immer wieder über solche Steps, über solche Erweiterungen, über solche Erfolgserlebnisse, dass man wirklich schafft, von A nach B und sogar wieder zurück. Man wird besser und man merkt es auch. Und das ist das Schöne. Also, wenn du in deinem Leben irgendetwas hast, wovor du Angst hast, oder was du eigentlich machen möchtest und irgendwie dich zurückhält, was du ausprobieren möchtest, dann tu es einfach. Fang an. Ja? Und auf dem Weg, wenn du dich entscheidest, setz dir vorher eben dein Ziel hier hinten, deine Vision, mach dir hier zwischen irgendein, ich sag's jetzt mal Bank, also ein Anker, ja, wo du sagst, das ist mein Zwischenziel. Wir wissen genau, wo wir hinwollen. Das müssen wir uns nicht immer angucken. Da müssen wir auch nicht immer uns die Zeitungen, die Bilder oder was auch immer hochholen, die uns vielleicht auch mehr in den Druck bringen. Ja? Manche sagen, mach ein Bild von dem Traumauto, wo du drinnen sitzt.
Aber wenn es gerade scheiße läuft und du siehst dein Bild, dein Traumauto, wo du eigentlich mal hin willst, wo du drinnen sitzt, ja, sollte es sowas sein, dann stresst dich das, dann setzt sich das unter Druck, man macht sich klein, weil eigentlich will ich das ja, aber ich merke gerade jetzt an dem Punkt, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja? Deshalb ist es gar nicht so gut, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, wenn man zu weit schaut. Ja? Wir setzen unsere Ziele für uns, wir wissen unser Ziel, wo wir hinwollen, wir wissen auch unser Zwischenziel, was wir erreichen wollen, was runtergebrochen ist und so realistisch, dass man selber sagt, ja, das schaffe ich, ja, das wird nicht leicht, aber ich weiß, ich werde es schaffen und aufbauen. Ja? Das wissen wir. Und dann geh einfach Step für Step los. Der erste Tag, wo du einfach anfängst, und dann, wenn du die Phase hast, ach, hier weiß ich was nicht, hier fehlt mir Geld oder hier muss ich mich erst informieren oder ich muss trainieren, ja, wenn es im Sport ist, dann bau halt deine Pause ein. Ja? Dann nutz die Zeit und regeneriere dich, informiere dich, spare, trainiere, was auch immer das ist. Lauf aber weiter. Bleibe nicht stehen und sag, ach, ich schaffe das nie und hör wieder auf. Nur wer aufhört, verliert. Ja? Immer in Bewegung bleiben, auch wenn es vielleicht dann hier in dieser Pause nicht so schnell geht. Aber wie beim Joggen, bemühe dich weiter, mache weiter, probiere weiter. Ich selber versuche auch gerade jetzt in meinem geschäftlichen Bereich was Neues noch mit reinzunehmen und ich kriege im Moment nur Absagen in die Fresse. Ja? Obwohl ich weiß, ich habe ein Top-Produkt und ich möchte es nur vorstellen. Die Leute machen hm. Ja? Und mich ärgert es. Denn sie kennen mich und wissen, ich bin ein Mensch, der niemanden auslutscht, der irgendwas Schlechtes will, sondern dass es mir wirklich ums Wohl meiner Kunden und ums Wohl meiner Patienten, was auch immer geht. Ja, also eigentlich, die kennen mich und das regt mich so auf und die lassen mir nicht mal die Chance, etwas vorzustellen, etwas, wo ich sie einladen kann, wo ich sie zeigen kann. Es kostet nichts, gar nichts und sie machen so. Ja? Das ist so ein Punkt, gerade in meinem geschäftlichen Bereich, nur als Außer, wo ich hier sagen könnte, jetzt leckt mich doch alle am Arsch, ich glaube, das funktioniert nicht. Die alle sagen Nein und in dem Nein ist natürlich schwierig, die Motivation zu halten, ich breche da jetzt ab. Nein, mache ich nicht. Ich ärgere mich. Ja, ich ärgere mich und verstehe es nicht so richtig, aber ich mache weiter. Ja, ich versuche mir Hilfe zu holen, die ich Gott sei Dank auch bekomme und ich mache halt hier kleine Schritte. Auch wenn ich vielleicht schon ein Stück weiter sein könnte, das ist aber gerade so. Ja? Und wenn ich immer auf meinen Fuß gucke, auf mein Jetzt und Hier und eben nicht immer hier hinten hin, sondern mich beschäftige, dass ich Schritt für Schritt hier weitergehe. Und dann kommt der Punkt, egal mit was es ist, auf einmal flutscht es wieder. Ja? Ich kann wieder anfangen, ich kann wieder ins Laufen kommen, etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen, es geht schneller, es sind weniger Steine da, es läuft einfach, es flutscht. Und dann kann es wieder zu einer Phase kommen, ja, wo wir eine Pause machen müssen, wo wir aufgehalten werden, wo das Geld knapp wird und. Und dann dreht sich wieder von vorne. Ihr kennt alle das Leben. Das Leben geht immer hoch und runter. Ja, da geht es nie irgendwie bla bla bla. Wichtig ist nur, dass man dranbleibt und trotzdem Stück für Stück seine Kurve nach oben setzt. Ja. Also auch hier bei dem nächsten Hindernis weitermachen. Egal wie schlimm es ist, egal je mehr man sich ärgert, irgendwann kommt man in den Flow und erreicht auch wieder sein Zwischenpunkt, ja. Diese Technik, dieses auf den Fuß schauen, ja, nicht so weit nach hinten schauen, den Druck rausnehmen, aber in Bewegung bleiben, das ist eigentlich so der Tipp, den ich euch rausgeben möchte aus meinem gehassten Joggen, wo ich es wirklich liebe, solche Erkenntnisse zu gewinnen. Und egal, was ihr tut, vor allem in allem, was neu ist, wo ihr euch nicht auskennt oder heranwagt, ihr werdet dadurch lernen. Ja? Und durch dieses Lernen erweitert ihr euer Horizont wieder, eure Empfänglichkeit für gewisse Dinge, sperrt eure Ohren wieder auf in manchen Themen, wo ihr euch früher vielleicht nie interessiert hättet. Im Bereich der Ernährung wird man vielleicht wieder mal ein bisschen experimentierfreudig. Schaut mal hier rein, schaut mal da rein, weil man sich sonst nicht befasst hat. Ja? Also schaut einfach, wo will ich hin, setzt dir ein Zwischenziel und dann beschäftige dich damit, einfach auf den nächsten Schritt zu schauen und nicht zu weit hinten. Wir kommen dort an, wir kommen immer dort an, wenn wir weiterlaufen. Wir kommen nur nicht an, ja? wenn wir anfangen und hier bei der Pause zusammenbrechen und hier es nicht mehr weitergeht. Dann ist vorbei. Ja? Also nur wenn wir aufhören zu tun, ist es vorbei. Und es spielt keine Rolle, ob wir schnell tun, viel tun, Hauptsache wir tun. Und eben in die richtige Richtung, in diesem Bereich, der uns gerade interessiert, den wir fördern wollen, wo wir besser werden wollen, wo wir mehr Geld verdienen wollen, wo wir gesünder sein wollen. Wir brauchen natürlich irgendwo einen Ansatz
Und ich spreche ja jetzt hier im Rahmen vom Joggen über das gesamte Leben, nicht nur über irgendwas. Also ihr könnt euch daraus rauspicken, egal wo es gerade hängt. Fang an, stolper über die Steine, die einfach kommen, die das Leben so dahin schmeißt oder Abhängigkeiten von Menschen. Mach halt dann eine Bremsung. Manchmal ist es halt so, erkenne das an, ärgere dich nicht. Lass dein Ziel da hinten ein bisschen aus den Augen, konzentriere dich, dass du Schritt für Schritt da trotzdem dran bleibst. Ja? Und wenn alle äußeren Umstände wieder besser sind, Krankheiten weg sind, einfach der Flow wieder kommen kann, dann komm wieder in den Flow, dann mach wieder mehr, dann tu wieder mehr, dann ja, ist alles wieder mehr möglich bis eben zum nächsten Lebensabschnitt, wo mal wieder irgendwas kommt. Das ist das Leben und das muss man auch annehmen. Aber laufe Schritt für Schritt deine Schritte und du wirst irgendwann ankommen und denken, oh, vor 2 Jahren habe ich doch gesagt, dass ich da mal sein will, jetzt bin ich ja schon hier. Ja, es kann auch passieren, dass man auf einmal dort ist und es ist einem gar nicht mehr klar, dass man schon das geschafft hat, was man vor 1-2 Jahren mal gesagt hat, weil man so beschäftigt ist, auf die Füße zu schauen und Schritt für Schritt umzusetzen. Ja, also ich hasse Joggen und trotzdem liebe ich es zugleich. Ich glaube, ihr könnt ganz gut verstehen, ich bin zwar immer so ein Kriegsler, aber wer mir hier bei den Videos zuschaut, auf meine Lippen achtet und wirklich zuhört, der versteht das Gekriegsel im Hintergrund. Und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich ein bisschen animieren, nicht eben zu weit in die Ferne zu schauen, dir den Druck rauszunehmen und einfach in der Spur zu bleiben mit kleinen Schritten, anstatt aufzugeben und aufzuhören. Nur wer aufgibt, verliert. Also tun, dranbleiben, Power behalten, einen wunderschönen Tag wünsche ich und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf einer meiner Seiten. Hat es euch gefallen? Liked einfach, teilt das Video gerne und wir sehen uns. Ich würde mich freuen. Ciao, die Dani.